Hey Leute, wie ihr hier seht, testen wir heute den Wilson Clash 100. Das ist die etwas leichtere Version zum Wilson Clash 100 Tour. Wenn ihr mehr über den Schläger wissen wollt, dann solltet ihr euch das andere Video anschauen. Ansonsten fangen wir jetzt an. Hi Leute, den Wilson Clash 100 haben wir für euch getestet. Was sagst du? Ich fand ihn relativ vergleichbar mit dem Wilson Clash 100 Tour. Die Grammzahl ist leicht unterschiedlich. Hier sind es 295 Gramm. Vorher waren es ja 310. Vom Spielstil relativ ähnlich, würde ich sagen. Viel Power, auch eine gute Kontrolle. Ja, ich würde auch sagen, die Schläger unterscheiden sich nicht sehr groß. Ja, das Gewicht natürlich, die 15 Gramm kann man schon merken. Es ist ein bisschen weniger Stabilität da, wenn man voll durchzieht. Die Power ist überragend, aber auch die Kontrolle ist da im Vergleich zu dem Burn deutlich mehr Kontrolle. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dieses Modell ist für alle, die einen etwas leichteren Schläger haben, eine gute Variante. Empfehlung würde ich ganz klar sagen, die 295 Gramm ist sicherlich die Variante für die jüngeren Spieler oder auch vor allen Dingen für die Damen. Advantage you.